Als wir an diesem Ort noch neu waren, waren die Falconier Boten und Wächter. Sie brachten Erinnerungen und Geister ins Jenseits. Nun sind diese Ursprünge verschwunden und ihr Leben und ihre Erinnerungen gingen im Kampf verloren. Aber man kann von ihnen lernen. Ihre Erinnerungen schweben in den Wolken über dem Meer. Finden wir heraus, welche Geschichten in diesen zersplitterten Fragmenten überdauert haben, die uns von den Strömungen übermittelt wurden. Hallo und herzlich willkommen bei einem Angezockt von The Falconier. The Falconier am 10.11.2020 raus vom Publisher White Productions und läuft auf der Unity Engine und kommt aus dem Hause eines ganz, ganz kleinen Entwicklerstudios mit nur einem Mann, und zwar Thomas Zaller. Das sind Einzelentwickler und das Spiel sticht hervor eigentlich dadurch, dass komplett die Texturen fehlen. Also es hat so ein bisschen gezeichneten Comic-Style ähnlichen Charakter und hat bereits schon zwei DLCs dazu bekommen. Einmal The Hunter und The Edge of the World. Könnt ihr euch bei Steam kaufen. Die DLCs sind ziemlich günstig. Das Hauptspiel etwas teurer. The Hunter kriegt ihr für ungefähr 2 Euro, The Edge of the World für 7 Euro und beide DLCs enthalten bei The Hunter ein neues Flugtier. The Edge of the World hat gleich 2 neue Flugtiere, das ist einmal so eine Art Pteranodon und einmal so eine Art Phönix. Unser Hunter prunkt mit einem Drachen auf. Beides hat dann neue spielbare Inhalte, also neue Quests und solche Sachen. Thomas Zaller liefert in dem Fall hier ein sehr interessantes Spiel. Das ist für die Xbox Series und PC und Xbox One erhältlich. Ich glaube auch noch für andere Konsolen. In The Falconier kommen bewusst keine Texturen zum Einsatz und das wirkt faszinierend anders und einfach. Das Thema ist militärisch. Wenn wir anfangen und starten, wählen wir einen Charakter und starten, ja, ohne Einfluss darauf nehmen zu können. Na klar, wir können die Optik ändern, wie ihr hier seht. Den Falken können wir nicht ändern, das ist immer derselbe, den wir nutzen können. Und das ist halt der Anfangsfalke, den jeder bekommt. Und die Sets können wir auch nicht beeinflussen. Also starten wir wie jeder eigentlich. Also Spieler B würde genauso anfangen wie wir und hatte halt wahrscheinlich einfach nur eine andere Optik. Wirkt erstmal ein bisschen unbeholfen und klobig, das Ganze am Anfang. Ja, auch so das Intro-Video ist ein bisschen verwirrend. Aber gut. Warum quatscht uns diese Schamanen an? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es einen hübschen Tag-Nacht-Zyklus. Das ist auf jeden Fall einer der Vorteile, die Optik an dem Spiel. Finde ich halt sehr hübsch. Die Leere hat man versucht, gekonnt mit Wolkenanimationen zu füllen, die auch sehr schön aussehen. Die Welt ist bevölkert von Walen und kleinen Fischschwärmen, die wir an der Wasseroberfläche beobachten können, die mal auftauchen und wieder weg sind. Und mit denen kann man auch selber interagieren. Ich glaube, mit den Walen nicht, aber mit den Fischen zumindest. Die kann man nämlich angeln, also rausfischen mit seinem Falken und die dann dem zum Fraß vorwerfen. Könnte auch helfen, wenn man, glaube ich, sein Leben etwas weit runter dezimiert hat und dann nochmal einen kleinen Booster braucht. Ja, und es geht eigentlich darum, um die politischen Verteidigungen verschiedener Standpunkte, verschiedener Religionen, ab und zu gestört von Piratenüberfällen. Dann sieht man dieses eine Schiff von A nach B kutschen und sieht hinter dem halt ein Piratenschiff herfahren. Dann ist klar, da sollte man vielleicht einschreiten. Das Fluggefühl in dem Ganzen ist eigentlich ziemlich smooth. Ist auch relativ langsam, was das Ganze aber nicht unbedingt erschwert, sondern eher erleichtert. Viel schneller sollte es dann auch wirklich nicht sein, da man wirklich, da ich PC-Spieler bin, hätte ich eigentlich mit der Tastatur gestartet, habe aber trotzdem jetzt auf den Controller umgeswitcht, weil es sonst eigentlich gar nicht spielbar ist. Das Fluggefühl ist mit dem Controller ziemlich gut. Man kommt relativ gut klar und man hat halt auch in der Luft
Sachen, wo man einfach mit interagieren kann, was das Spiel ja, aufwertet, sag ich mal. Es gibt zum Beispiel Gewitter, die bei einem, ja, die Module aufladen können, die Feuermodule. Dann gibt es Luftströme und Aufwinde, die ermöglichen ein dynamisches Flugerlebnis. Aber auch Geschick wird abverlangt, insbesondere wenn man Standorte anfliegen will, um zum Beispiel zu handeln oder Quests im Ingame-Währung als Belohnung abzustauben oder Quests zu absolvieren. Dann muss man recht genau auf die Aufflugbahnen achten. Denn es gibt meistens eine oder zwei davon. Und die muss man ziemlich genau treffen können, teilweise. Manche Landestationen sind einfacher, andere schwieriger. Ich habe bei einigen schon 3 oder 4 Mal versucht, eine Station anzufliegen. Und ich muss leider sagen, irgendwann wird's leicht nervig. Wieder kleiner Nachteil, aber ansonsten, wie gesagt, schönes Spiel, wenn man über sowas hinwegsehen kann. Dann gibt es, wie gesagt, die Spielsteuerungsmöglichkeiten. Das mit Tastatur. Persönlich bin ich damit klargekommen. Ich habe direkt auf den Controller umgeswitcht. Es war mir eigentlich nicht möglich, richtig zu steuern mit der Tastatur. Angeblich ist die Steuerung auch auf den Flightstick möglich. Flightstick, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber habe gelesen, dass es gehen soll. Es gibt kaum Symbole, die die Kartenansicht stören. Wir können ja mal gucken. Das hier ist die Karte. Die ist relativ klein und überschaubar. Und haben das Ganze, also das ist wie so eine, ja, versunkene Welt, wo nur noch teilweise kleine Bergspitzen aus dem Wasser ragen. So sieht das eigentlich aus. Und daher haben wir hier und da kleine verstreute Inseln ohne Vegetation. Das ist alles ein bisschen düster gehalten, sag ich mal, vom Szenario her. Aber wenn das nicht stört, der wird hier echt auf seine Kosten kommen. Es fühlt sich eben wie eine Erkundung auf eigene Faust an, finde ich. Weil man nicht sofort von Questgeber zu Questgeber geschickt wird, keinen linearen Pfad folgen muss. Man kann wirklich bestimmen, ja gut, habe ich jetzt die Quest gemacht, wo fliege ich denn heute mal hin? Oder welchen Teil der Karte habe ich denn noch nicht erforscht? Stattdessen kann man sich selbst aussuchen, wo man eben landet oder weiter erkunden möchte. Für mich ist es ein großer Pluspunkt persönlich. Dann gibt es Missionen. Zu den Missionen, die sind relativ abwechslungsreich. Man muss zum Beispiel Wracktaucher eskortieren, damit diese nicht von Piraten überfallen werden, denn die gibt es eigentlich überall. Können einmal Piraten sein auf Schiffen, die mag ich am meisten, da die nicht so schnell unterwegs sind. Man kann aber auch die Arschkarte ziehen und man bekommt kleine eklige Käfer an den Arsch gehängt, die einen wirklich übel zusetzen können, da diese nämlich relativ flott auch in der Luft unterwegs sind. Da hatte ich immer bisher meine Probleme gehabt mit. Später erforscht man dann eine unterirdische Höhle oder überfällt feindliche Forts. Zwischendurch kann man auch frei durch die kleine offene Welt flattern und Geldjägerjagden oder Minenräuberungen oder Patrouillenflüge für das Imperium und mehr zu erledigen. Die Waffenauswahl lässt sich leider nicht allzu stark variieren. Es gibt 3 Geschossarten und ich glaube 2 Waffenarten. Also wir kriegen eigentlich die Startwaffe, mit der wir so rumfliegen, die ist nicht besonders gut. Es rät sich also an, irgendwo mal zu schauen, ob man nicht eine stärkere herbekommt, weil man ansonsten nicht weit kommt im Spiel. Man hat also ziemlich schnell um sich herum ziemlich starke Gegner, auch teilweise rumirren, und das ist das Manko, was wieder dazukommt leider bei dem Spiel. Wie gesagt, man kann nicht stark variieren von den Waffen her, man hat, ich glaube, 1 oder 2, und die lassen sich durch Gewitterstürme und brodelnde Vulkaneruptionen aufladen. Die Munition muss man trotzdem kaufen. Also es gibt einmal so eine Art Suchgeschosse, die man sich kaufen kann. Dann gibt es solche Feuergeschosse, die ich momentan noch nicht wirklich herausgefunden habe, wie ich die verschießen kann. Dann gibt es die ganz normalen Blitzgeschosse, die man aus seinem Gewehr ablässt. So eine Art Gewehr ist es, glaube ich. Und
Ja, die Munition sind Gott sei Dank relativ günstig, außer die, die eben zielsuchend sind. Aber ansonsten geht das. Man kann sich die auch wirklich relativ günstig neu kaufen. Dann gibt es genetische Mutation für unseren Vogel. Den können wir dann auch nochmal aufwerten. Was sich aber relativ verstörend anhört, ist dann eine Mutation, die ebenfalls für ständige Angstreaktionen in dem Statuswerten von meinem wendigen Vogel eben wirkt. Also der hat eigentlich ständig Angst, wenn man dem diese Mutation reindrückt. Und dadurch, dass er ständig Angst hat, ist er agiler und wendiger. Falconia, es ist deine Aufgabe, das Wasser und den Himmel im Auge zu behalten, während wir dort arbeiten. Dies war früher ein geschäftiger Schifffahrtsweg, das heißt, es bestehen gute Chancen auf einen Zahltag. Ein leeres Feld, keine Trümmer, nur die Tiefe. Verschwinden wir, bevor uns jemand entdeckt. Das war's dann wohl. Kein Profit. Immerhin ist niemandem was passiert. Also, auf nach Hause. Ein legendärer Pirat hat einen Raubzug unternommen. Vorsicht! Du scheinst beschäftigt zu sein. Komm doch zurück, wenn du mehr Zeit für einige Begleitaufgaben hast. Und zwar ist das Eigenartigste eigentlich im Spiel die Ausbalancierung. Man hat teilweise Strecken, wo man ziemlich wenig Ingame-Währung verdienen kann mit kleinen Quests. Und muss man sich wirklich dann diese Ingame-Währung so peu à peu zusammensparen und an anderer Stelle schwimmt man oder fliegt man gerade so übers Meer, findet eine Schatztruhe und hat auf einmal das Vielfache von dem, was man sich so mühfach versucht hat anzusparen, hat man dann auch auf einmal. Also so richtig ausbalanciert scheint es noch nicht zu sein. Oder vielleicht ist es auch so gedacht, dass die Schatztruhe so viel Ingame-Währung enthält. Also die zufällig treibende Schatzkiste, die muss ich noch finden, aber hoffe, vielleicht kreuzt die irgendwann meinen Weg. Wer sucht, der findet unter anderem auch Schreine und Sehenswürdigkeiten. An Schreinen kann man sich einmal so kleine Geschichten anhören, über bestimmte Begebenheiten oder Legenden. Haben jetzt so mit dem Spielverlauf relativ wenig, glaube ich, zu tun. Dann gibt es Sehenswürdigkeiten, mit denen man auch Zugriff auf Extras bekommen kann. Keine Ahnung, welche Extras. Ich habe da noch keine gefunden bisher. Bisher waren das, ja, wie gesagt, eigentlich nur kleine Geschichtseinheiten. Aber wie gesagt, ich habe da auch noch nicht alles erkundet von der Karte. Ich habe halt einfach nur mal reingeschnuppert. Ja, im Kampf schwanken die Schwierigkeitsgrade krass. Wie ich schon erwähnt hatte, und einige Quests kann man nicht spielen, weil das DLC dazu fehlt. Also ich habe jetzt wirklich nur das Grundspiel gekauft, um mal zu gucken, wie ist es denn so, wenn man nur das Grundspiel kauft. Also entweder man klatscht die Gegner einfach weg. Die sind dann so einfach, dass es eigentlich ja sehr simpel ist. Oder man steht einer Übermacht gegenüber. Das ist so das andere Ding. Wenn man Pech hat, begegnet man einfach den Falschen über mehr. Ja, das ist so das kleine Fazit von dem Ganzen. Es gibt viele Pluspunkte für das Spiel. Das ist einmal die freie Verfügbarkeit in der Welt, frei umherzufliegen, zu schauen, ja, was interessiert mich jetzt genau, was würde ich denn gerne mal erkunden, und die Welt, weiterer Pluspunkt, ist sehr hübsch. Also ich finde es wirklich sehr schön, ist aber wahrscheinlich auch Geschmackssache, eben dadurch, dass die Texturen komplett fehlen. Wenn man näher an bestimmte Dinge ranfliegt, fehlt da meistens der Charme so ein bisschen. Aber ansonsten ist es sehr, sehr cool umgesetzt.
Ich habe kaum Bugs oder Fehler gehabt, wo ich irgendwie aus dem Spiel geschmissen wurde oder wo ich irgendwo stecken geblieben bin, haken geblieben bin. Das Spiel macht einen sehr smoothen Eindruck. Man kommt immer geradlinig durch, mehr oder weniger, auch wenn man, ja gut, landen ist halt so das Ding. Das ist noch das Manko. Das müssten sie vielleicht nochmal ändern und die Landebahn etwas flugfreundlicher machen. Ansonsten, ja, das sind so die positiven Aspekte. Schön anzusehen. Schöne Soundkulisse, wenn man Kopfhörer auf hat. Wenn man mit dem Controller spielt und man hat zum Beispiel so einen Blitz, so ein Gewitter gerade vor sich, wo man sich aufladen möchte, dann spürt man durch die Vibration des Controllers immer ganz gut, wo gerade ein Blitz einschlägt, eher rechts oder eher links. Also sehr cool gemacht und auch soundtechnisch sehr schön umgesetzt. Da hat man eine sehr schöne dynamische Soundkulisse auch. Also man hat immer wechselnde Soundkulissen, je nachdem kommt man gerade in Kampf rein oder fliegt man gerade in ein neues Gebiet rein, was man erforscht. Solche Sachen. Sehr schön. Was nicht so schön ist, wie gesagt, ist teilweise, ja, dass diese die Ingame-Währung unausbalanciert ist. Dass man teilweise von Schiffen überrannt wird, die einem komplett in den Boden stampfen oder von Gegnern, ja, wo man halt nicht drauf gefasst ist, so als Low-Level-Starter, da wird man halt trotzdem von angegriffen. Das müsste man, finde ich, irgendwie noch deckeln, dass man zumindest so ein bisschen Chance hat, dagegen anzukommen. Du scheinst beschäftigt zu sein. Komm doch zurück, wenn du mehr Zeit für einige Begleitaufgaben hast. Teilweise habe ich so das Gefühl, von einigen Kapitänen bestimmter Schiffe immer pumpig angemacht zu werden. So, wir brauchen jetzt keine Hilfe, hau mal ab hier. Finde ich jetzt nicht so schön, ehrlich gesagt, für ein Spiel. Das soll ja eher motivieren, anstatt so ein bisschen abzuschrecken. Aber gut, ist auch nur meine Meinung. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen sensibel. Und dann, also das sind so die großen negativen Aspekte an dem Ganzen. Das sind für mich eigentlich nur 3-4. Ja, aber es ist halt ausgeglichen. Man kann sagen, wenn ich das Spiel bewerten müsste, würde ich jetzt ausgeglichen wählen. Was ihr wählt, ist eure Sache. Und vielleicht wollt ihr euch das Spiel auch selber mal holen. Kostet bei Steam 20 Euro minus 1 Cent. Ja, so sieht's aus. Ist größtenteils positiv bewertet, aber wenn ich es bewerten würde, würde ich es ausgeglichen bewerten, weil, ja, ich weiß nicht, so dieses Aufwerten, das oder Kaufen von neuen Dingen, das ist halt sehr sporadisch, finde ich. Man könnte da, glaube ich, noch mehr Content reinbringen. Es gibt auch, wenn man jetzt den ersten Vogel hat und man fliegt mit dem los, gibt's, glaube ich, noch einen zweiten, von dem ich weiß, den man im Norden abgreifen kann, was das beste Flugtier ist, was man kriegen kann im Grundspiel. Ich hoffe, das ist erschwinglich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ziemlich, ziemlich teuer ist und dann wieder ordentlich in den Geldbeutel reinhaut. Ja, wie gesagt, ihr seht hier auch dieses Bundle. Ihr könnt dieses Bundle kaufen für 14,60 Euro momentan, ist runtergesetzt auf von 39%. Wie der Originalpreis aussieht, weiß ich nicht, steht nicht da. Und da gibt es einmal den Official Soundtrack, den Game Guide und The Hunter und Edge of the World. Ja, und das war's.
Hier unten könnt ihr euch das einzeln auch nochmal zusammenklauben, wenn ihr das gerne möchtet und nicht dieses Bundle kaufen wollt. So. Und das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Angezockt. Tschüss.